Erst kürzlich ist The One to Live final zu Ende gegangen und direkt hinterher bekamen wir die ersten Eindrücke zu Dead City Staffel 2 und zu Daryl Dixon Staffel 2. Diese zwei Projekte stehen noch im The Walking Dead Universum vor unserer Tür, auf die wir noch warten, die wir faktisch noch bekommen werden. Aber da stellt sich mir die Frage, was kommt denn da noch alles? Wird es irgendwann zu Ende gehen? Was wird so der nächste große Step sein? Wie wird es weiter in der Zukunft mit The Walking Dead verfahren? Gibt es überhaupt noch eine Zukunft oder wird es sich langsam aber sicher dem Ende zuneigen? Wie es darum steht, was meine Meinung dazu ist und wie sich das Ganze für mich entwickelt hat, das gibt's in diesem Video und damit heiße ich euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, The Walking Dead zieht sich jetzt schon jahrelang und ich habe schon mal eine Art solches Video gemacht, wo ich gefragt habe oder wo ich darauf eingegangen bin, wie es mit The Walking Dead weitergeht. Und jetzt sitze ich hier und mache das gleiche Video nochmal, weil es eigentlich noch nicht aufgehört hat, mit The Walking Dead weiterzugehen. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich mal ganz kurz ansprechen will. Ich denke, es wird kein allzu langes Video, hoffe ich zumindest. Und ich werde hier mal darlegen, wie es meiner Meinung nach mit The Walking Dead weitergehen wird, was wir wissen, wie es weitergehen wird und was da die ganzen Fakten drumherum sind und die Fragen, die sich gleichzeitig stellen. Als erstes fangen wir mit dem an, was uns als erstes erwarten wird. Und das ist Daryl Dixon Staffel 2 Book of Carol. Erstmal verstehe ich nicht so ganz, warum wir so einen fancy Titel brauchen wie Book of Carol. Aber hey, also Staffel 2 offizieller Release-Termin steht jetzt fest. Und das ist der 29. September 2024. Heißt, es ist gar nicht mehr so lange hin. Nichtsdestotrotz wurde der Termin schon mal verschoben. Es wurde eigentlich geplant, Sommer 2024 ist jetzt Herbst 2024 geworden. Woran genau das liegt, ob es einfach Dreharbeiten sind, die wiederholt werden mussten, ob es irgendwelche Probleme gab, dazu gibt es Stand jetzt so keine wirklichen Infos. Ist mir aber im ersten Moment auch egal, weil ich denke mir immer, je länger sowas braucht, desto besser kann es vielleicht reifen, desto besser werden Sachen überarbeitet oder umgeschmissen. Sollte uns eigentlich nur positive Sachen bringen. Mit Erscheinen dieser Staffel werden sich uns einige Fragen stellen. Frage Nummer 1. Wird das die letzte Staffel zu der Daryl Dixon Serie sein? Ist es quasi das Finale? Oder wird es noch Staffel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 geben? Grundlegend, das ist die Frage bei den ganzen Spin-Offs. Wie lang gehen die überhaupt noch? Das ist nicht bekannt. Staffel 2 ist jetzt auf jeden Fall released, beziehungsweise wird released, genauso wie bei Dead City. Aber mehr Infos gibt es dazu noch nicht. Die nächste Frage, die mir in den Sinn kommt, ist, wird Daryl zurückkommen? Also werden wir sehen, wie Daryl aus Frankreich wieder zu Rick nach Hause, zu Alexandria, zu Hilltop, zu wem auch immer da hinten hingeht, wird er zurückkommen oder wird er jetzt in Frankreich bleiben? Ich denke, gerade da Carol jetzt hier auftaucht, wird es ja schon irgendeinen Grund haben. Womit die zweite Frage sich uns eröffnet, weiß Carol, dass Rick schon zurück ist? Weil zeitig angesetzt ist es gar nicht mal so unmöglich und auch durch den Funkspruch von Carol mit er ist zurück oder er ist wieder da, könnte man natürlich in dem Moment erstmal mit Rick rechnen. Warum Carol sich jetzt wirklich effizient auf den Weg macht, Daryl zu suchen, um ihn dann zurückzuholen, das verstehe ich nicht so ganz. Man könnte auch weiterhin versuchen zu funken oder irgendwie so. Und vor allem, dass Carol ungefähr weiß, dass er in Frankreich sitzt, das ist schon, ist es interessant. Ich bin gespannt, wie sie das aufbauen werden. Aber wie gesagt, die Frage ist, weiß Carol das mit Rick und sucht sie deswegen Daryl oder sucht sie ihn einfach, weil sie ihn vermisst? Das ist so die Frage, die sich grundlegend für mich erstmal stellt. Gleichzeitig, wenn sie weiß, dass Rick da ist, wird Daryl wahrscheinlich mit zurückkommen. Und dann hätten wir natürlich noch den lieben Laurent. Ja, wird der Dude wirklich die Heilung sein? Kommt da endlich mal Licht ins Dunkle in Bezug auf die Heilung? Gibt es das? Gibt es nicht? Ist er einfach vielleicht immun? Was genau ist mit dem Typen? Geht es da noch weiter? Wird das überhaupt storytechnisch noch weiter behandelt? Oder denken sie sich, okay, das war jetzt für Staffel 1, war das jetzt eine gute Story, aber lassen wir mal fallen. Und es gibt was Neues? Es ist eine gute Frage. Und vor allem für mich ist weiterhin die Frage nach der Heilung eigentlich das, womit die Serie enden soll. Entweder es wird gesagt, es gibt keine Heilung und wir überleben den Scheiß einfach. Oder es wird gesagt, hier, das ist die Heilung. Jetzt lebt die Menschheit wieder normal, alle Zombies sind ausgestorben. Das sind so die zwei Enden für mich, die eigentlich entweder so oder so existieren müssen. Dann ist die Frage nach den Walkern. Einmal bekommen wir endlich mal wieder mehr Walker. Weil ich muss sagen, sowohl Daryl Dixon Staffel 1 als auch Dead City Staffel 1 waren mir zu wenig Walker-Action. Wir hatten immer so ein, zwei Folgen, die voll mit Walkern waren. Aber dann auch wieder nicht. Ich finde, es ist momentan ziemlich abgeschwächt, dass es als Zombie-Serie natürlich schon deklariert ist und wir zwar wissen, dass die Zombies nicht das Hauptproblem darstellen sollen, aber sie gehören nun mal dazu. Und ich frage mich, ob das halt jetzt hier mehr wird. Gleichzeitig werden die Varianten mehr. Wir haben ja jetzt gefühlt gesehen, dass die Varianten auch hergestellt werden können. Mehr oder weniger. Zumindest gibt es einen Stoff, der die Varianten oder der die Walker durchdrehen lassen kann. Die dann eine Art Berserker-Modus entwickeln. Und die Frage ist, geht es da weiter? Wird da weiter dran geforscht? Werden dann neue Walker-Varianten erschaffen oder bilden sich da? Sind die Walker-Varianten einfach alle
erzeugt oder sind sie einfach mutiert? Das sind so Sachen, darauf hoffe ich, bekommen wir Antworten. Denn gerade wenn das hier der letzte Part sein sollte, dann müssen wir diese Fragen beantwortet bekommen. Sonst wäre es echt nicht gut und es wären sehr viel offene Fragen. Oder es ist einfach ein Hint auf eine Staffel 3. Das wäre so die andere Möglichkeit. So, das jetzt zu Daryl Dixon. Geht's mit Dead City weiter? Ja, wann wird Dead City Staffel 2, was ja auch offiziell schon am Drehen ist, da haben wir auch einen Teaser zu bekommen, zu den Dreharbeiten zumindest. Was oder wann wird das jetzt released? Ja, da müssen wir uns bis 2025 auf jeden Fall noch gedulden. Wann genau ist Stand jetzt nicht so wirklich klar. Also irgendwann, denke ich mal, Frühjahr, Sommer, könnte ich mir vorstellen. Aber hier stellt sich mir eine große Frage. Und zwar bekommen wir hier wieder mal einen riesigen Zeitsprung. Denn im Finale dieser ersten Staffel kristallisiert sich ja heraus, dass Negan Air wieder auf die böse Seite zurückwandert und quasi der neue Negan für diese Stadt, für diese Gemeinde, die ja da in Manhattan lebt, wird quasi. Von jetzt auf gleich wird das aber nicht passieren und ich denke auch alle werden Negan nicht von jetzt auf gleich vertrauen, deswegen muss da auf jeden Fall zeitsicher sein. Gleichzeitig die Frage, wie kommt es dazu, dass Maggie und Negan sich dann wieder treffen? Denn wir müssen einfach bedenken, es ist ja Stand jetzt eigentlich alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich frage mich, wo kommt der Angriffspunkt her, warum wieder Action gibt? Normalerweise ist doch jetzt überall Frieden. Theoretisch gesehen. Wo sich in dem Fall auch die Frage stellt, haben wir auch hier endlich mal mehr Varianten. Wir sehen im Trailer bzw. in diesem Teaser einen Walker, der so Spikes im Mund hat und da wird anscheinend Blut drauf geschmiert. Kann natürlich eine selbst hergestellte Variante sein, einfach so wie dieser Schrott-Walker, den es da bei Jadis gab. Oder es ist halt wirklich, dass die Varianten jetzt auch da angekommen sind. Beziehungsweise bekommen wir hier hoffentlich, man kann es aus diesem Teaser heraussehen, auch mehr Walker-Action. Die Walker werden wahrscheinlich mal wieder eine größere Bedrohung darstellen. Vielleicht kommt deswegen auch diese Action zwischen halt der Manhattan-Gruppe und halt Maggies Gruppe zustande. Darüber hinaus sehe ich noch kaum einen Grund, warum es da wirklich Konflikte geben soll. Ja, wir haben ja noch diese andere Partei, die da irgendwie so komplette Arschlöcher sind, die so einfach random aufgeploppt sind. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt genau war. Ich habe es nicht auf dem Schirm. Haben die einen Namen? Schreibt es in die Kommentare, ich weiß es nicht mehr. Wo wird da jetzt die Action passieren und warum wird sie kommen? Und auch hier die Frage, wird sie dann abschließend mit Ende Staffel 2 sein oder werden wir hier auch eine Staffel 3 bekommen? Der nächste Punkt auf meiner Liste ist dann The One to Live Staffel 2. Wird da was kommen oder nicht? Ich hoffe nein, weil dann wäre das endlich mal ein abgeschlossener Arc in The Walking Dead, der wirklich bis zu diesem Punkt abgeschlossen ist und Rick, Michonne und auch Judith und RJ können ja in allen anderen Spin-Offs mit eingearbeitet werden. Die sind ja nicht nur in The One to Live. Sprich, wir bräuchten keinen The One to Live Staffel 2, vor allem weil das den Titel der Serie irgendwie und auch das Setting, das Feeling war so, okay, das ist was Finales für Rick und Michonne, wird es irgendwie ein bisschen kaputt machen. Deswegen gehe ich stark davon aus, da werden wir keine Staffel 2 bekommen. Einzige, was ich mir vorstellen kann, Auftritte in anderen Spin-Offs, Auftritte in der Hauptserie, dass da vielleicht noch eine Staffel kommt oder halt in einem größeren Projekt, wo ich jetzt drauf eingehe. Denn die große Frage, die sich am Ende jetzt stellt, ist, wie geht es weiter? Wir bekommen mindestens 2 Spin-off-Staffeln noch, mindestens. Darüber hinaus ist erstmal nichts bekannt. Gerüchte kreisen umher, dass es auch eine weitere Staffel Tales of the Walking Dead geben soll. Was ich aber gar nicht mal als schlimm empfinden würde, weil das unabhängig von der Hauptserie oder der Hauptreihe ist. Es sind Miniserien, die für sich stehen. Das stellen wir in die Ecke. Genauso wird oft spekuliert, dass es eine Neuauflage von The Walking Dead geben soll. Eine frischere Auflage, die vielleicht sogar in der Richtung mehr Comedy-mäßiges ist. Gibt es auch super viele Gerüchte, super viele Theorien zu. Und auch das würde ich erstmal in die Ecke parken, weil es halt, wenn es so kommen sollte, auch wieder ein eigenständiges Universum wäre. Die Frage ist nur, wie wird es jetzt in unserem Hauptuniversum weitergehen? Werden wir die Wiedervereinigung zwischen Rick und Daryl sehen? Werden wir die Wiedervereinigung zwischen Negan und Rick sehen? Das erste Treffen von denen. Judith und Negan. Es gibt so viele Fragen, so viele Wiedersehen, die wir eigentlich noch bräuchten. Charaktere, die erwachsen geworden sind. Ob es jetzt sowas ist wie eine Judith als vielleicht junges Mädel, also junge Erwachsene. All das sind so Fragen, wo ich mir denke, das muss ein großes Final Projekt geben. Und jetzt stellt sich die Frage, wie wird das aussehen? Ich bin der Meinung, am effektivsten wäre es, entweder einen finalen Film zu machen, der wirklich Spielfilmlänge plus ein paar extra Minuten läuft, wo alle Zusammenführungen passieren. Aus Fear the Walking Dead, aus der normalen Serie, aus World Beyond, aus allen 3 Spin-Offs, aus allen Universen oder aus allen Serien in diesem Universum kommen hier zusammen. Es geht vielleicht dann um die Heilung, um eine große Schlacht gegen einen großen neuen Bösewicht oder halt einfach gegen die Walker. Finale, wir sehen alle unsere erwachsenen Charaktere werden älter, sterben vielleicht. Wir sehen die junge Generation, die am Leben ist und ohne den Virus vielleicht weiterlebt. Gerade weil zum Beispiel Laurent das Paradebeispiel dafür wäre. Es kann sein, dass die jüngere Generation einfach diesen Virus nicht in sich hat. Ist ja nach wie vor eine Theorie. Und das in einem großen Kinofilmspektakel
bam, einmal hingeklatscht. Der Grund, warum ich denke, dass das eher schwierig wird, ich kann mir vorstellen, dass sich wenig Leute The Walking Dead im Kino angucken würden. Ich glaube, das ist nicht so ein Kino-Ding. Und vor allem auch die optische Produktion würde komplett von der Hauptserie oder von der Grundserie abweichen. Wir sehen es später in den Staffeln, es wird immer mehr diesen Kinolook versucht. Auf einmal bekommen wir 16:9 Verhältnisse und. Das ist alles rein Kamera, optisch, technisch. Immer höhere Niveaus, was wir eigentlich bei der Serie nicht bräuchten. Dementsprechend hier meine zweite Theorie. Wir bekommen eine weitere finale Staffel der Hauptserie. Wie viele Folgen diese beinhaltet und wie lang diese Folgen sind, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber gleiches Prinzip hier. Wir bekommen eine letzte Staffel, ein Wiedersehen von allen Charakteren, eine Auflösung des Virus, eine Besiegung des Viruses. Oder halt nicht. Ein Aussterben der alten Charaktere und das Sehen, wie die jungen Charaktere, die junge neue Generation erwachsen wird. Finale und fertig. Danach sollte dann nichts mehr kommen. Denn eins ist mir aufgefallen und das jetzt nicht nur auf The Walking Dead, auch auf Star Wars und Marvel und alles angelehnt. Diese Serien, die ja kommen, die Spin-off-Serien, sind einfach immer unfassbar kurz. Es sind meistens so 6, 7, 8 Folgen auf normaler Länge. Die erste ist meistens Spielfilmlänge oder 90 Minuten so um den Dreh. Warum? Warum macht man nicht ein großes Projekt auf, wo es dann um alles geht? Ich sag's immer noch wieder, Dead City, The Ones Who Live und Daryl Dixon hätten auch in die Hauptserie gepasst. Nebeneinander, parallel laufend. Man hätte dafür keine extra Spin-offs gebraucht, bin ich der Meinung. Aber neu vermarktet sich halt einfach immer besser und es wirkt immer ein bisschen schöner. Ist ja auch alles verständlich. Aber ich denke, diese ganzen Mini-Projekte, die wir bekommen, diese ganzen kleinen Schnipsel, werden uns nicht ans Ziel oder ans Ende dieser Geschichte von The Walking Dead bringen. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich bin der Meinung, es sollte langsam sich dem Ende neigen. Heißt grob zusammengefasst, am besten keine Staffel 3 mehr von Dead City und von Daryl Dixon und auch keine Staffel 2 von The Ones Who Live. Gibt uns ein großes Projekt, einen großen Film oder eine extra The Walking Dead Staffel mit 20 Folgen, wo uns das Finale ordentlich erklärt wird, wo uns gesagt wird, wir bekommen alles, was wir wollen, alle Antworten, die noch offen sind und wir sehen ein großes Finale und dann ist das Projekt The Walking Dead abgeschlossen. Wie gesagt, kleine Serien wie halt dann Tales of the Walking Dead oder so eine Comedy-Version oder so eine lustigere Version davon, das sind alles Projekte, die können ja laufen. Das ist ja auch gar kein Problem. Oder auch eine Neuauflage bzw. eine Film- oder Serienausstrahlung von den Telltales The Walking Dead Spielen. Wäre ich nicht abgeneigt gegen. Eine andere Story, kann man eine wunderschöne Story, kann man perfekt umsetzen. Sowas ist ja das eine, aber diese Hauptstory, dieser Hauptstorystrang von Rick Grimes, Daryl Dixon, Michonne, Judith, Negan, Maggie und all diesen Hauptcharakteren, die seit Staffel 2 teilweise da sind, das sollte sich langsam dem Ende neigen. Zumindest ist das meine Meinung. Auch wenn ich Riesenfan dieser Serie bin, alles sollte mal langsam ein Ende haben und wir befinden uns hier in einem Zeitraum von Serien, die sich ja mittlerweile über Jahrzehnte erstreckt haben. Irgendwann kann man auch mal den Schlussstrich ziehen. Man sieht, es wird immer schwächer von der Aufmachung her. Manche Sachen sind mal besser, manche Sachen sind schlechter. Aber an das Niveau von der Staffel 1, 2, 3 kommt das alles nicht mehr so wirklich ran. Deswegen meine Empfehlung an AMC The Walking Dead, Reißleine. Irgendwo jetzt mal wirklich einen Schlussstrich ziehen. Und das dann, wie gesagt, in einem großen letzten Projekt. The Final of The Walking Dead oder The Walking Dead Finals, was weiß ich, wie man es nennen könnte. Und dann einmal alles das, was wir brauchen. Alle Antworten, alle Charaktere, alle sehen sich wieder, es ist Friede, Freude, Eierkuchen und dann halt ein Ende. Das ist meine Ansicht auch bei sowas wie Fast and Furious und Filmreihen, die sich so ewig mittlerweile ziehen, dass man einfach sagt, macht man Schlussstriche, es ist doch gut, so wie es ist, es muss nicht immer mehr und mehr und neu sein, man soll es auch einfach jetzt mal gut sein lassen. Jetzt die Frage an euch, seht ihr es ähnlich, sagt ihr auch, komm, wirklich, The Walking Dead, zieht mal die Reißleine, macht hier mal einen Schlussstrich, erklärt uns alles, was wir wissen wollen und fertig ist. Oder sagt ihr, nee, ich kann mir auch noch 2000 Spin-offs mehr angucken. Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Wie gesagt, abgeneigt gegen neue Serien von The Walking Dead bin ich ja nicht grundlegend, aber man kann auch mal langsam ein Ende in Sicht setzen. Und dann schreibt mir gerne auch noch eure Gedanken dazu, wie ihr euch denn so ein Ende vorstellt. Film, Serie, Extraserie, neue Staffel, also eine weitere Staffel von der Hauptserie. Wie stellt ihr euch das Ganze vor oder würdet ihr es am liebsten haben? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr jetzt noch meine Meinung darüber hören wollt, ob es sich überhaupt noch lohnt, mit The Walking Dead anzufangen in der jetzigen Zeit, checkt gerne dieses Video aus. Und wenn ihr ein anderes Zombie-Genre von mir mal sehen wollt und dass es sich um 28 Days, Weeks und Years Later handelt, checkt doch gerne das Video aus. Wenn euch die Videos gefallen, dann schaut euch gerne auf dem Kanal um. Vielleicht gefällt es euch hier ja und ihr bleibt einfach da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es wahrscheinlich sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.